Hast du uns fest einen Stuhl lang und fühlst dich zu lebendig? Dann schnapp dir eine fette Würzwurst und lutscht sie kräftig männlich. Unser Gaunsen-Eiran wird von blinden Tieren von Mund gezapft. Das schnellt Omas Luke und macht ihre Lippchen auch noch straff. Wir nutzen nur das Fleisch, das seit Stunden auf dem Boden lag. Ungekühlt und würzig kriegst du Durchfall extra stark. Geruch und Geschmack sind egal bei Kies und Kreis. Wichtig ist nur eins, der Dönerpreis bleibt gleich. Berschan, Berschan, warum brennt hier der Grill, Berschan? Einmal Züngli raus, bitte. Berschan, ja, was machst du mit unseren Zunge? Kunden, Berschan? Alle Mann, bitte einmal Zunge raus, ich muss drüber ziehen. Berschan, so geht das nicht. Oh, mit Barthaare drin. Was machst du mit meinen Ravioli-Leck? Hä, du wolltest doch Ravioli-Lecks. Ich mach Ravioli-Lecks. Wie, du machst Ravioli-Lecks? Alle lecken an Ravioli, jeder kommt. Berschan, ich hab dir gesagt, das geht anders. Also, okay, dann küss Ravioli. Komm, mach... Küss mein Ravioli-Täschchen, hä? Ist zwiebelig, oder? Wir haben doppelt gemacht. Du bist verrückt. Ah, bei uns ist alles mit Doppelzwiebel, deswegen Kunden lieben. Ich mache jetzt hier Kuchen, nachdem ich ersten Kuchen versaut habe. Ich muss Muchenkuchen 2 machen. Oh, Kuchen hat er versaut. Können wir alles wegschmeißen, der Scheiße. Nein, das servieren wir. Ich mache Laden auf jetzt. Wir machen einfach 2-mal so viel Kuchen auf einen Teller und dann ist es ja eigentlich die Menge, die sie wollen. So, guck hier. Erdbeerscheibe 1, Erdbeerscheibe 2, dann Zucker, Butter. Eier, Butter, Zucker. Ich muss mich konzentrieren, ist nicht so einfach. Ah ja, aber die Leute haben ja erstmal alles. Oh, da will schon einer den halbfertigen Kuchen. Aber das ist gut, die essen heute den halben, dann kriegen sie Bock und sagen, boah, so ein Doppelter wäre geil. Und dann kommen so am nächsten Tag die Helden und sagen, ja, jetzt, wir haben Doppeltkuchen. Was du sagst jetzt? Hast du Anteile an Muchentuchen-Restaurant, hä? Jetzt, ich brauche noch eine Schüssel. Guck mal, das ist ein 3-Schüssel-Rezept. So komplex ist das Ding. Schon ziemlich komplex. Muss aber sagen, irgendwie riecht es hier leicht nach Erbrochenem. Warum? Das ist der Kuchen. Man muss nämlich rein puken. Puke ist die geheime Zutat. So, jetzt brauche ich wieder Erdbeerscheiben. Da kommt auch überall irgendwie, also das, der ist ja erdbeerlastig. Du brauchst für einen Kuchen brauchst du irgendwie 10 Erdbeeren. Alter, wie die Leute diese Chupacabras essen, ne? Sind schon wieder weg oder was? Zum Glück habe ich gestern neue gemacht. Noch nicht. Aber die Chupacabras, die gehen halt einfach weg, ne? Das ist. So, Zucker. Die gehen halt einfach weg. Jetzt brauche ich noch Milch. Jetzt mache ich daraus so ein sahniges Brät. Ja, jetzt will ich hier schön Geschmandsahne. So, jetzt muss das hier. meinst du, ich kann das so servieren? Guck mal. Ja, klar. So ein kleines Häufchen. Kleiner Stapel. Ich hab schön auf Teller gemacht. Yum, 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 yum. Warum? Warum geht das nicht, ha? Huh? Ach, die Leute lieben das. Alter, die Wurst. Was ist heute los? Die wollen die Wurst, Boah, ich kann das nicht anvisieren. Das ist richtig nervig. Wurst, ein Zwirbel. Der Kuchen wird auch zwangsweise muss ja auf dem Boden hergestellt werden. Das, ja, Bodenkuchen halt. Kenn aber nicht anders. So, Rührschüssel-Kuchenmischung. So, jetzt wiederholen sie alle Schritte nochmal. Das muss ich also... Nochmal. Bam. Ich hoffe, dafür reichen die Zutaten, dass wir einen perfekten Kuchen haben. Wie sieht's aus? Wings läuft. Keiner hat diesen Brechreiskuchen gegessen, ne? Würstchen sind leer, oder? Ja, ich bin dabei. Ich mach grad neue. Dauert Augenblick. Ja, ich mach doppelte Menge auf Teller, dann ist es wieder irgendwie ausgeglichen. Paprika. Boah, ich hoffe, die Mische reicht. Das sieht ganz schön dünn aus. Ich muss hier richtig zusammenkratzen. Wurst muss rein. Oh Gott, Wings, Alter. Boah, wirklich auf den Krümel, genau. Grillwurst muss rein. So, jetzt muss wieder Erdbeerschicht drauf. Und dann eine Mansahnenschicht. Eine Mansahne. Oh, die Mansahne. Ich habe gestern aber einen ganzen Eimer gemacht. Ich habe ja 2 Wochen nichts produziert an Mansahne und deswegen habe ich jetzt, seitdem ich total verkrüppelt bin, bisschen Manzanas Rojas, por favor. So, jetzt habe ich das alles. Neuer Restaurant, Ollo de Pollo. Jetzt auf den Ofen, jetzt in den Ofen rein, das Ding. Bin mal gespannt, was es wird.
Ey, keiner hat diesen Kuchen bis jetzt geholt, oder? Na, einer ist weg. Die kleinen Ravioli-Lecks sind auch bald weg. Ich mach schon mal einen neuen Tellerlech. Ah, ich bin hier gerade in der Hitze der Wings unterwegs. Leidenschaftlich heiße Wings. Aber manchmal brauchen die ein bisschen länger. Die ohne Salmonellen, die gehen nicht so schnell. Oh, da ist jemand richtig wütend. Schmeiß ihm schnell das Zeug auf den Teller. Die sind durch die Salmonellen, sind die halt schon ein bisschen vorgezartet. Samuel Salmojak. Ja, aber hat er noch easy. Ja, ich habe nämlich nur einen Schritt wiederholt. Ich habe nicht Schritt T gelesen. Mehrzahl. Jetzt haben wir halt hier so einen leicht dünnen Kuchen. Steht da aber. Ja, steht da. Schritte. So, was will der? Alter, die Wurst, die Singapur-Wurst ist schon wieder alle. Die singalische Singapur-Wurst? Ja. Na, ist alles weg. Es ist alles weg, auch die Raffiolex, aber die sind schon am Machen. Kommen gleich. Fress den Kuchen auf, damit wir den loswerden. Der macht extra Dünsch. Ey, Wurst ist alle und Wings alle, oder was? Ach du Scheiße. Alles leer, ja, alles leer. Ich bin schon am Ravioli servieren. Aus dem Weg! Ihr wollt's fressen? Mm. Also geht mir aus dem Weg. Ihr wollt wissen, wo mein Schatz ist? Ihr wollt wissen, wo mein... Oh, der Kuchen ist leer. Da muss ich noch eine Erdbeere schneiden. Jetzt gibt es hier halt so Doppelstücker. Damit gleiche ich das wieder aus. Fresst unseren Kuchen. Bei Muchentuchen. Holt euch den Durchfall. Immer wieder lecker. Riecht nicht sehr gut, aber schmeckt dafür schlechter. Ey, das hat wirklich funktioniert. Einfach zwei Scheiben drauf. Das hat echt funktioniert. Der Kuchen ist jetzt besser. Jetzt ein 12-6er, siehst du? Alter, einfach zwei. Ey, das ist. System-Tripling nennt man das. Ey, die Wurst ist gleich wieder weg. Ich hab Wurst ist doch schon drin, neue. Ja, aber guck mal, da ist nur noch eine da. Hä? Ich hab doch gerade einen Teller neue Wurst reingetan. Ja, aber da kamen eben ganz viele Wurst. Einer hat sich Doppelwurst. Da hat gesagt, ich mach mir so einen schönen Dab. Doppelhafter. Ich hab die gerade reingesteckt, die Wurst. Ja, da kommt jetzt der letzte Mann, der holt sich jetzt die letzte Wurst. Hier die Frau, die sagt, ich will auch nochmal Dab. Ein Loch, zwei Würstchen. Eiskalt. Alter. Gnadenlos. Raffiolex. Das ist hart heute. Es ist richtig hart. Die Leute sind sehr, sehr gierig. Heute ist wirklich hart. Ich muss schon mal Zwiebeln, Kartoffel hinlegen. Ich wende die Wings. Hol die anderen schon mal runter. Hä, die sind doch schon fertig, die Wings. Der eine ist dran. Hä, bei mir war der nicht fertig. Die liegen auch gar nicht auf dem Teller. Ich bring den Teller weg. Sag, wenn er ready ist. Ja, er ist ready. Ich renn los. Hier sind Wings. Ungekocht eins. Ach, friss einfach. Friss. Lass doch einfach, weißt du, dann machst du eine Panik immer bei Sachen, wo überhaupt nichts ist. Die hätten auch noch ohne Probleme. Ich habe alles organisiert. Ich mach beides gleichzeitig. Aber die Wurst zum Beispiel, die wird jetzt nicht fertig. Die hättest du grillen können schon. Jetzt machen ja, wenn können. Ich da nein, renne, er macht mein Gericht. Ja, warum rennst du willst, auch dazwischen? Auch, hat doch kein Mensch gesagt. Ich kann ja auch. Ich halte dich raus aus deinem Grill. Kein Mensch hat gesagt, oh, mach jetzt unbedingt ganz schnell die Wings fertig. Ich habe gesehen, dass die gerade am Brennen sind. Da habe ich sie schon runtergelupft. Wahnsinnig. Bei mir waren die Anzeige am Brennen. Guck in mein Bei Video. Mir aber nicht, ja. Jetzt habe ich Raviolis erstmal reinservieren müssen. Es war alles super. Einfach nicht quer in die Gerichte greifen. Der Kuchen sieht trotzdem nicht ansatzweise so schick aus wie auf dem Bild. Das ist wie bei McDonald's, weißt du? Du siehst diesen geilen, gut, saftigen immer so. Burger und dann kriegst du dieses... Bild ist ja nur Serviervorschlag. Ja, aber dann kriegst du dieses traurige, verbrannte Stück Torte irgendwie hingepfeffert. Ich find's toll. Ich wünschte, ich hätte mal wieder so ein richtig schlampiges Stück Essen. Das ist ein richtiges Schlampenessen. Aber nein, ich wohne in so einer Gegend, wo man irgendwie alles edel und lecker servieren muss, weißt du? Bah.
Ja, weil, ja, es erinnert mich an deine Zeit als Schlamperig, ne? Da warst du noch... Ja, als ich noch Sachen aus dem Poolwasser gegessen habe. Siehst du diesen Schlüsselanhänger, den ich dir neulich gezeigt habe? Ja, den hast du als Schlamperig verdient, ne? Da habe ich mir als Schlamperig verdient. Schlamperig ist auch so ein tolles Wort. Ey, die Ravioli sind ja schon wieder fast weg. Ey, da kommen doch jetzt wieder zwei Ravioli-Kunden. Ich kann auch keine Wurst. Wurst können wir eh nicht mehr machen, das alle. Soll ich Wurst holen gehen? Ich renn rüber. Warum? Der Tag ist gleich vorbei. Na ja, nur damit du wieder Vorrat hast. Ja, bis wir jetzt die Wurst hier haben und die dann vorgewürzt holt sich ist. Jetzt der den letzten Teller und vielleicht kommen wir da Ravioli. Ja, es ist da jetzt einer. Da kommt direkt einer und sagt, ich will auch Raffiolex. Und rein das Ding. So, komm, jetzt kann ich ganz in Ruhe, kann ich jetzt losgehen, einkaufen. Du hast den Überblick über deine Produkte. Alter, hier ist eben gerade Matrix-mäßig ein schwarzer Mann aus der Wand gekommen. Alter. Schwarztrix. Schwarztrix, die afroamerikanische Version. Die afroamerikanische Version. Afron. Ist der Tag schon rum? Bei mir steht nichts. Bei mir ist Tag rum, ja. Und du siehst es ja auch immer, dann kommen keine Kunden mehr, so. Ich find's toll, dass unsere Kunden so einen niedrigen Anspruch haben. Naja, gut, das ist auch dieser Wohngegend hier natürlich ein bisschen, ne? Ghetto Kitchen. Na gut, dann mach ich hier mal Schild und räum ab, ne? Ja. Hühnerflügel sind durch, ne? Also brauche ich keine neuen holen. Ne. Schmeißen wir die vier, die da noch da sind, weg, oder? Nee, die heben wir auf. So, ich hab die Teller wieder einfach auf den Boden geworfen. Die Sklaven kümmern sich darum. Die Leibeigenen, die eh keinen eigenen Willen haben. Nee, sollten sie auch nicht haben, sonst wollen die ja mehr Geld hinterher oder irgend so ein Kram. Hast du alles fertig oder musst du was machen? Ich muss Würstchen noch vorbereiten. Und der Pfeffer ist, glaube ich, gleich alle. Oh, der Dattelautomat haben sie mal leer geräumt. Der Kaugummi-Automat da hinten ist komplett voll, aber... Wir haben nur noch 4 Gramm schwarzen Pfeffer. Den können wir auch nicht umräumen. Aber was bieten wir denn dann morgen an, mal als neue Warmspeise? Die wir jetzt vielleicht noch nicht so... Na, schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ein neues Rezept. Vielleicht, ja. Ja, da ist eine Wurst auf dem Boden. Die hat doch die Kellnerin hat hier eine Wurst gemacht, Alter. Kellnerwurst. Einfach so eine Scham. Schöne Schamwurst. No-Scham-Wurst war das. Wir haben halt hier noch Millionen vorbereitetes Zeug. Ja, aber irgendwann kommt's ja wieder vielleicht. Ja, mal sehen. Ja, aber es nimmt halt einen Platz weg für die aktuelle Saison. Ja, das stimmt. Wir könnten jetzt die Millionen machen, theoretisch. Also wenn du jetzt 100.000 setzt und gewinnst. Guck mal, das ist immer so ein total schwarzes Ding, ne? Und ein Dealer. Und schwarzes Ding und ein Dealer. Und wie viel kann ich setzen? Also ich kann die Hälfte immer vom Geld setzen. Ich könnte jetzt 450.000 setzen. Soll ich mal so richtig? Ach komm. Sie zieht eine 1. Oh, eine und 3. Sie zieht eine Ass. Das heißt, sie hat die Chance auf Black und Jacko. Und sie wird wahrscheinlich einen Black und Jacko ziehen. Ne, 17 kannst du nicht mehr pullen. Oh, 17. Boah. Hä? Wieso? Aber wie... Ey, Moment! Bei Gleichstand kriegt man doch sein Geld zurück, oder nicht? Ich spiel nochmal. Entweder verlieren jetzt alles. Alter, der Boah. Verzockt unser ganzes Leben hier. Uff. Ja, sie macht... Oh. Oh, das gibt's doch nicht! Wir haben unser Leben verzockt. Wir sind pleite. Alter, und wir hätten die Millionen haben können. Jetzt sind sie weg. Tja, das war's so mit halt. Unserer Million. Die hat halt mega Glück gehabt. Wir haben uns halt geködert. Wir waren halt in den letzten Tagen so stark und haben uns sicher gefühlt. Und dann haben wir gesagt, guck mal, Sugarpaare und Hühnerflügel sind bei mir jetzt Max. Die sind jetzt bei mir auch Max, ja. Aber wir haben jetzt hier so ein ganzes Hähnchen.
Das Alter, einen ganzen Hahn, du! Das kommt jetzt bei uns aufs Gericht. Ein Bräuler! Einen schönen Keuler. Ein Keuler-Bräuler! Ich muss den dann kurz mit aufs Klo nehmen, wegen der Füllung. Wo ist denn das Ding? Hier. 14. Ey, bei 190, das nächste ist Borscht. Ja, aber bis zu 190 dauert es noch ein bisschen. Ravioli, der Bräuler. 10 ist rote Beete. Die Wurst. Wo ist denn hier Lammkarrees oder so? Können wir die nicht auch machen? Nee, haben wir noch nicht gelernt. Warum nicht? Dürüm wäre jetzt nochmal zum Beispiel angesagt. Dürüm. Den könnten wir noch gut leveln. Dürüm. Da mache ich jetzt einen Bräuler. Machst du Bräuler? Ich mache Wurst, dann mache ich noch Dürüms, oder? Alter, dem Huhn musst du Sachen in den After schieben. Wie geil ist das denn? Nice, richtig geil. Das ist auch relativ billig. Guck mal, 160 für 2 Stück nur. Und Ribeye kostet 200. Oh oh, das Gesundheitsamt. Da hat jemand irgendwo wieder so eine Kaminwurst oder so. Wieder eine Kaminwurst verloren. Oh oh oh, der ist wütend. Dann hat er auch noch von uns den Casino-Schulden gehört. Er hat gesagt, jetzt sind wir angreifbar. Jetzt sind wir schwach und angreifbar. Jetzt will er den Todesstoß machen. Wäre geil, wenn man so eine richtige Kühlkammer haben könnte, weißt du? Ja, aber ich denke, das sind alles noch so Zukunftssachen, die sicherlich kommen, weil die mehr oder weniger umsetzbar sind, weil er ja das Gerüst dafür schon hat, sozusagen. Ne? Minze haben wir, Minze, ja. Oh, ich habe jetzt hier noch so Zutaten geholt. Bisschen Ei, stelle ich mal hier hin. Was aber auch alles hier draußen stehen lassen wieder. Die ganzen Rührschüsseln stehen hier mit irgendeinem Teig und alles steht hier rum. Echt? War da noch Rührschüssel? Da ist doch nicht gegammelt, das ist noch gut. Ja, aber ist alles voll. Dann stell's wenigstens irgendwo hin, dass es nicht aussieht, als könnte man es noch benutzen. Da machen einige Leute noch eine Schicht mit. So, und jetzt rein den Kollegen. So, Mehl. Nobi. Dreimal salzen. Ah, oh, wir haben viel Knoblauch. Knoblauch haben wir viel da. Grüne Paprika und rote Paprika gegrillt dann. Da muss ich gutes Timing haben, ne? Nun, oh, der ist ja schon fertig. Was? Ja gut, so viel zum Timing. Wie, bei was denn? Ah, der ist schon fertig, das Händel. Alter, geil. Das ist ja richtig schnell durch. Wutz. Fertig. Was brauche ich? Ich brauche Lavaschs. Leute wollen das Ding ja richtig heiß ins Maul. So, jetzt muss ich... Ribeye. So, da ist es. Brathähnchen. Hä? Nice Rio. Ich kann das Ribeye nicht wolfen. Ach, das muss ja erst geschnitten werden. Achso, ja, das muss immer geschnitten werden. Ravioli muss ich ein paar wieder drauf johlen. Meine Raffiolis irgendwie in den... Stell die doch unten in den Ofen. Stell die jetzt auf meinen Lavasch drauf, damit gleich wieder alles zusammenklebt. Das passt schon. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen heute... Was haben wir noch drauf? Strawberry Cake und Dürüm. Und Wurstgrill. Der Dürüm braucht ein bisschen länger hier. Hm, haben wir noch Schwanzfett für eine Mischung? Ja. In deinem Ofen geht was ab. So, lege ich die Lavasch schon mal hier oben drauf. So, da haben wir das doch. So dann auf Teller. Okay. Ey, wo sind unsere ganzen Spieße hin? Wieso haben wir nur noch einen Spieß?
Aber wir noch Pilzspieße hier vorrätig haben. Glaub ich weg, oder? Wir können das, das kann man noch leveln. Ich hol Spieße. Dann holen wir noch so drei Spieße oder Pilz so. Pilz sind wir noch nicht durch. Alter, die Schlange da draußen. Baschglu! Alter, hier schwebt ein riesiger Spatz. Den könnte ich niederschießen und essen. Geil! Ja, unser Bräuler. Das gute Bräuler-Menü. Bräuler total. Stadtgezüchtet. Stadtgezüchtet. Nur echt mit Abgasaroma. Ja, das ist Spieße. So, was brauche ich für eine Wurst? Mach ich die Wurst. Es ist irgendwie geiler, wenn man die so vorbereitet hat, weißt du? Kartoffeln und Zwiebeln. Wie viele kommen da drauf? Zwei Würstchen, ne? Zwei Würste, eine Kartoffel und eine Zwiebel gehackt, ja. Sind doch schon gewürzt, die Würste. So. Dürüm. Kartoffel. Was braucht das Dürüm noch? Kartoffel, grüne Paprika, rote Paprika brauche ich. Und müssen wir noch Kartoffeln holen und Zwiebeln, glaube ich. Na, so ein geiles Wörschel im Mund ist immer eine schöne Sache, ne? Ja, das ist nice. Ich mag das. So ein schönes Würstchen am Morgen. So eine schöne Frühwurst. Also eine knackige, fast kurz vorm Platzen. Dicke Adermann. Ich stehe auf Wurst, wo noch so Käse drin ist. Und die ist auch geil. Kreiner, Alter. Oh ja, so richtig schön der heiße Käse irgendwie ins Maul spritzt. Ja, richtig nice. Oh, ich hätte so gerne jetzt einen Käsekreiner, Alter. Ohne Sag mal, bist du ein paar hungern oder was? Nein, ich esse ja seit Wochen nur so Dosen, Schrott oder halt, was, ich kann ja nicht kochen. Weil es mit den Krücken halt immer voll scheiße ist. Ja, das muss ja einen heißen Fladen aber holen, ne? Ja, mach ich. Keine Angst, ich mach den Laden auf. Draußen die Schlange wird immer größer. Ja toll, er hat sich registriert. Oh, einfach alles zusammenlegen. Spiel. Nee, leg doch einfach jetzt das Ding so drauf. Wieso? Dann geht's doch aber nicht. So, jetzt geht's. Es gibt meistens trotzdem volle Punkte, weil das Spiel eh nicht unterscheiden kann. Ja, und? Ich scheiße aber auch auf irgendeinen dämlichen Lavash. Dann backe ich halt einen neuen. Hauptsache weg den Kram. Ich geb dir, guck mal, meinen Mutantenkuchen. Total belebt. Ja gut, ich hab da damals was losgetreten mit den Schimmelerdbeeren. Alter, das Hähnchen, Brathähnchen, das geht fliegen, du. Hähnchen geht durch, das ist hart. Das kann ich ja gleich schon mal vorbereiten. So ein schöner Stadtvogel. Salz, schwarzer Schwanzpfeffer. So eine schöne Innenstadttaube, die ist auch, weißt du, mit Diabetes so gefüttert, mit Eiswaffeln und so von den Kindern. Da freuen sich doch die Kinder, hä? Wenn wir die Tauben krank füttern. Ja, Kindchen, los, werf ihr noch was hin von deiner Eiswaffel. Oh, wie süß, die Tauben. Ja, guck mal. Die Tauben! Die Tauben! Das Auto! Das Auto! Ja, wir holen das Auto nicht. Das Auto! Nein, wir holen das Auto nicht. Was muss da nochmal alles drauf? Knoblauch. Knobi. Knobi. Ist alles, was ich brauche. Knobi. Alter, das Huhn wird da durch einen Schnellvergaser durchgejagt, wie blöde, ne? Ist schon wieder alles leer. Oder? Nee. Ja, passt. Das Huhn geht echt schnell. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, so ein Huhn wird ewig brauchen. Wie im echten Leben halt, ne? Bis sowas durch ist, braucht schon seine Zeit. Ja. So, dann mache ich schon mal einen neuen Spieß fertig, oder? Will noch einer einen? Was kommt da noch drauf? Grüne Paprika, rote Paprika, ne? Ja. Und Kartoffel. Ich brauche Petersilie. Oh, wir haben keine Petersilie mehr. Oh, no. Jetzt hau ich das nochmal ohne Petersilie drauf und gehe dann rüber und hol Petersilie. Kuchen ist auch leer. Ich mache Kuchen.
Kartoffel, grüne Paprika, rote Paprika. Schöne Erdbeere im Ganzen. Einfach draufschmieren. Ah, der holt sich einen Dürrem, kann ich einen neuen machen, so. Wie geht's eigentlich der Maultasche? Schöne Maultasche, das wäre mal ein Rezept, wa? Schon mal schöne Leute in der Gosche stopfen. Guck mal, der will ein Hähnchen da. Aber ach so, ja, wow, hab ja. Aber ich renne jetzt rüber. Aber eigentlich muss ich auch schon wieder... Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die so schnell weggehen, die Dinger. So, was wollte ich jetzt holen? Petersilie und Erdbeeren brauche ich auch noch. Aber die gehen auch weg, wie blöde. Kartoffeln und Zwiebeln, ne? Kartoffeln und Zwiebeln, weil das irgendwie überall Beilage ist. Das geht weg wie blöde, war, ne? Das geht weg, du. Das hab ich dir gesagt. Den Bräuler, den holen sie uns richtig raus, oder? Den haben sie mir aus dem Schritt gerissen. Ich hab das Ding in der Hose haben sie mir hier gerissen. Hier ist eine Kiste mit Gemüse. Sollt ihr eigentlich den Bräuler holen? Weil der ist auch schon wieder... Wir brauchen Bräuler. Weil wir nur noch einen aufhalte. Hast du nur zwei Hühner geholt? Naja, weil ich gedacht habe, die Dinger sind riesengroß. Das glaubt doch keiner mehr. Ja und, aber ist ja eine Portion. Da holt man vier, fünf Stück. Du weißt doch, wie es am ersten Tag... Wo klopfst du die hin? Erstmal in die Schüssel ballern oder was, den Bräuler? Wir haben übelst viel Kühlschrank. Ist überall Platz. Ja, jetzt ist ein bisschen mehr Platz. Davor war hier unten alles voll mit Wurst. Da oben, guck mal hier, Alter. Kriegst du da 10 Hühnchen rein. Kannst du auch in den anderen Kühlschrank packen, notfalls. Ich dachte, das wäre der fertige Kramkühlschrank. Egal, ich muss mich jetzt auf meinen Bräuler konzentrieren. Schön minzig mache ich meinen, damit der Stadttaubengeschmack erhalten bleibt. Ah, die leckeren Stadttäubchen, du. Das ist wichtig, ne? Ey, da wird wieder irgendwie viel gegessen. Ich hab mein Babulek, ich hab mein Babulek. Mein Babulek. Alter, was wird hier, hier ist was leer, was ist das? Kuchen ist leer und Bräuler ist leer. Bräuler ist am Machen, machen Kuchen, zwei Kuchen und eine Erdbeere obendrauf. Eine ganze oder geschnitten? Geschnitten. Zwei, beide Teile oder nur ein Teil? Zwei Kuchenstücke übereinander. Aber nur von dem kleinen Kuchen, nicht vom guten Kuchen. Ja, ja. Also den angebrochenen, der vordere da, das ist ein guter. Zwei Kuchenstücke und eine Erdbeere geschnitten. Ja. Kann die Erdbeere nicht schneiden. Ich mach den Bräuler da fertig. Der läuft, der Bräuler, ne? Der läuft. Ja, klar, ey. Die fressen den mit den Knochen, sag ich dir. Ey, der Babulek kommt nochmal auf Kuchenmuchen vorbei hier. Was ist denn da jetzt schon wieder alle gegangen? Raviolis wahrscheinlich, oder? Auch schon wieder weg. Ja, Raviolis alle. Dürüms alle. Oh Gott. Dürüms auch alle. Und jetzt kommt ein Dürüm-Mittagssturm. Oh nein, ey. Egal, Dürüm geht schnell. Aber ich habe keine Lavaschs, ist egal, nehme ich den. Ah doch, einer ist noch da. Alter, der Laden, der ist irre, ne? Der ist irre. Wir müssen den Bräuler aus dem Ofen ziehen. Die reißen uns ja alles. Die haben mir den Bräuler aus der Hose gerissen, aus der Hosentasche. Da ist ja neue Hühnchen dabei. Ja, ey Leute, das ist nicht gewürzt. Egal. Das Hühnchen. Das Hühnchen. Mama, ich will das Hühnchen. Ich bin jetzt auch wieder hier. Hauptsache bedient. Hier gibt's ein leicht teigig rohen. Aber so mögen einige ihre Raviolis auch. Viele Alter, sagen, ich höre nur, wie die teigig. Teller da durchgehen. Boah, der Bräuler ist schon wieder so gut wie leer. Ich kann schon wieder einen abwürzen. Oh, da sind viele, die jetzt sagen, ich will Dürüm. Ich will ein Spätschicht Dürüm. Ich komme gerade aus der Intensivstation, ich brauche Dürüm. Wirklich ein Essen. Oder auch geil hier Lammatschun, aber nur dünner Fleisch und Soße, Alter, ohne Salat und so. Boah, da hätte ich richtig Bock drauf. Ich schmeiß den Bräuler in den Ofen.
Kartoffel, Zwiebel. Alter, unser Laden ist schon bei 250. Richtiger Premium-Laden, ne? Der Bräuler pusht jetzt richtig. Der pusht. Ja, klar, jetzt wo wir erkannt haben, dass wir die Stadttauben einfach nur abknallen müssen und essen müssen. Das haben unsere Kunden halt immer gewollt. So eine schöne verbrannte Stadttaube ist halt auch was Feines. Ja, das stimmt. So, will noch einer Wurst? Weil Wurst ist, obwohl, ne, der will Kuchen. Kuchen! Ist schon wieder leer. Kuchen ist schon wieder leer. Ich besorg ihm mal noch ein bisschen Kuchen. Ich schneide dir die Erdbeere schon mal hier. Hier liegt die geschnippelte Erdbeere. Na, als weg mit dem alten Stinkekuchen. Der alte Stinkekuchen. Oh, obwohl der eigentlich jetzt läuft irgendwie, ne? Ah, drüben ist noch da. Der holt sich jetzt den letzten Wurstgriller. Ah, ich habe Bräuler quasi vorgebraten. Stell ich deinen Kühlschrank zu und hau mir den morgen nochmal auf den Grill. Den serviere ich, den vorgebratenen Bräuler. Oh, da geht wieder was leer. Würstchen oder was? Ja, soll ich Würstchen noch auflegen? Weiß nicht. Wie kommt da jetzt halt noch? Da will einer einen Bräuler. Und noch einer will Bräuler. Okay, ich muss Bräuler nachschieben. Doppelbräuler, du. Einen schönen schwedischen Doppelbräuler. Ravioli wollen sie auch. Alter, ist ein leer. Ja, war mal die. Oh Gott, ich komme nicht hinterher. Das Volk ist zu gierig. Ich muss auch dann eigentlich wieder eine neue Mische für Raviolis machen, weil die schmelzen jetzt auch gerade wieder dahin. Schönen Wurstgrill noch servieren. Raviolis kommt da 3 oder 4 drauf. Weiß ich gerade gar nicht. 4. Auch unser komischer Gammelkuchen. Das ist halt jetzt irgendwie eau de gig, ne? Eau de gig, ja. Eau de schlick. Der Geruch nach alter Schlacke. Schöne Schlicki-Schlacke. Gönn dir den Schlick. Ich glaube, das war's, oder? Das war der letzte Kunde. Hat uns nochmal einen kleinen Boost gegeben. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 was hier abgeht. Das kannst du auch niemandem mehr erzählen. Aber so mit ich habe nie gesehen, wie eine Frau sich so heftig einen Bräuler durch den Entsafter zieht. Irre. Nee, das hat er noch nicht gesehen, du. So, hat er noch nicht gesehen. Der hat auf dem Bräuler gesessen. Ich wusste nicht, dass der menschliche Körper zu solchen Dingen fähig ist. Ja, das ist quasi wie eine Rückwärtsgeburt, hat die damit gemacht, ne? Naja, das ist alles. Die hat es in ihrem Körper aufgenommen, ohne Zähne zu haben. Du weißt es ja nicht, ich hatte ja da wirklich Zähne dazwischen, weil ich es ja irgendwie so ein. In diesem komischen Horrorfilm damals, Die Killer-Vagina, ne? Da gab's auch mal so einen. Ja, ja, irgendwie so eine Vagaga mit Zähnen und. War ganz schlimm. Seitdem habe ich Angst davor. Ja, seitdem habe ich Angst vor Wagugus. Ich kann auch mit dem, ich kann mit dem Bärtigen gar nicht reden hier, mit dem Wagyu. Das wäre halt geil, ne? Wenn dieser Straßendealer dann sagen würde, ey, ich habe hier Kobe aus Japan oder so, weißt du? Na, das wäre geil. Aber jetzt haben wir auch alles verzockt an Geld. Wir müssen pennen gehen. Aber es kommt ja auch schnell wieder rein. Ja. Und ich habe es nicht verzockt, du hast es verzockt. Ja, aber du hast mich angestiftet. Ich hab nur zugesehen. Zocken. Oh, noch einer, ja. Yeah. Alter, Bräuler. Uff, der rauscht. Der rauscht. Wie er reinkommt, kommt er raus, ne? Wie er reinkommt, kommt er raus. Das ist ein Bräulergesetz. Ein altes türkisches Bräulergesetz. Ah. Kam gut Geld in die Kasse. Aber wann gibt es das nächste Rezept? Boah, wir sind jetzt bei 170. 190. Bei 190 gibt's Borscht. Aber das ist auch, ja, das ist ein 17er Gericht. 190. Guck mal, Ananas-Kebab. Ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist ein 20-Sterne-Gericht.
Alter. Das kriegen wir sofort, wenn wir sie befriedet haben. Ich nehme sofort einen Ananas-Kebab. Und dann müssen wir nur noch einen Meister bezwingen, dann sind wir durch. Was wir auch nie gemacht haben, ist so ein Jalal. So einen kleinen leckeren Jalal. So ein Jalal könnten wir eigentlich auch mal machen. Der ist bestimmt gar nicht so dramatisch und leicht vorzubereiten. Beziehungsweise leicht zu lagern. Na gut, Leute. Jalal. Beim nächsten Mal bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und... Tschö.